Hi und herzlich willkommen hier bei Frisch wie Toastbrot, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal. Es ist mal wieder Mittwoch, das heißt, es gibt ein neues Yu-Gi-Oh! Video jeden Mittwoch um 13 Uhr. Und wenn ihr wissen wollt, was in dem letzten XXL-Video-Opening hier für eine Karte dran kam, dann schaut euch das Video noch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und heute gibt es ein weiteres XXL-Karten-Opening. Wir haben noch zwei zur Verfügung und wieder picken wir uns eins raus. Links, rechts, rechts, links. Ach, wir nehmen einfach mal die hier und fangen gleich mal an. Und ich habe diesmal eine Vergleichskarte einfach mal hingelegt, damit ihr mal sehen könnt, wie groß eigentlich diese XXL-Karten sind. Also das ist so eine normale Karte und die passt hier gefühlt viermal rein. Also das ist schon echt übertrieben heftig, wie groß sie sind. Und wir machen das Ganze mal gleich auf. Sind natürlich gespannt, wie eh und je, welche Karte sich hier befinden wird. Welche wird es wohl sein? Welche XXL-Karte? Es gibt da richtig coole. Hoffentlich haben wir einen Drachen. Und es ist... Oh, Galaxieaugen-Photonendrache. Ein Lichtmonster mit insgesamt 8 Sternen. Und sieht doch echt hammermäßig aus. Also, der ist ja schon als kleine Karte, als kleine normale Yu-Gi-Oh!-Karte, sieht ja schon hammer aus. Aber so, ich glaube, das hänge ich mir echt an die Wand oder so. Okay, mache ich vielleicht nicht, das wäre ein bisschen zu übertrieben, aber der sieht schon echt heftig aus. Und gerade weil ich solche Karten auch öfters sehe, finde ich es echt schade, dass die leider verboten sind hier bei offiziellen Turnieren. Beziehungsweise diese Karte kann nicht in Duellen benutzt werden, leider. Naja, was soll man sagen, ist halt so, ne? Was kann die Karte? Man kann diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören, indem man zwei Monster mit 2000er mehr ATK als Tribut anbietet. Ist also nicht ganz so leicht, aber deswegen der geile Effekt, der jetzt kommt. Während der Battle Steps eines beliebigen Spielers, wenn diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, du kannst das Monster wählen, gegen das diese Karte kämpft, verbanne sowohl das Monster als auch diese Karte. Dann kehrt am Ende der Battle Phase jedes durch diesen Effekt verbannte Monster aufs Spielfeld zurück. Falls das Monster, das durch diesen Effekt verbannt wurde, ein Exceed-Monster war, erhält diese Karte 500 ATK für jedes Exceed-Material, welches das Exceed-Monster hatte, als es verbannt wurde. Die Werte sind natürlich richtig genial bei der Karte. Wir haben hier eine ATK von 3000 und eine Defense von 2500. Und das war heute unsere XXL-Karte. Seid wieder dabei, wenn es am nächsten Mittwoch um 13 Uhr heißt. Es wird wieder richtig krachen. Es wird wieder ein cooles Opening geben. Was rauskommt, das bleibt eine kleine Überraschung. Und schaut auf jeden Fall auch Freitag vorbei. Auch wieder um 13 Uhr. Ich weiß